So, da bin ich wieder. Danilo LP. Tales of Graces F. Tales of Graces F. Bella. Das C war stumm bei mir. Ja, ich bin schon mal hier hingegangen. Ist nichts auf dem Weg hierhin passiert. Wollen ein bisschen Zeit sparen, ne? Das muss ja sein. Und wir sollen von hier aus der Stadt gehen. Weil der Gast, der hier eintreffen sollte aus der Hauptstadt, noch nicht aufgetaucht ist. Und wahrscheinlich gibt es irgendwelche Probleme. Und deswegen sind wir hier. Und jetzt kommt der Skitkacke Replik. Hä? This is the road that a visitor from the capital would use, right? This road that we're on now is called East Lot High Road. It connects Lot with the capital city of Barona. And is primarily used to transport Kreas gathered from the Lot region and... Ow! Don't pinch my cheeks. It hurts. I think she's hurt enough, little brother. But you know, Sophie, Sherry's cheeks are great for pinching too. No, Sophie, stop! Okay, das kam auch mitten aus dem Nichts. Egal. Sprich Richtung Hauptstadt auf. Was ist dies? Erstmal gehe ich hier hin, natürlich. Ein Apfelgummi, ja. Kann nie schaden, genügend Gummis dabei zu haben. Und eine Entdeckung. Kreas Scherben. Schätzchen. Nice! I found one! What is it? I found a Kreas Shard! Pretty sweet, huh? This is sweet? Yeah! It's my new treasure! Hm? So, what treasures do you have? I can't remember. I don't think I have any treasures. Well then, I'll just give you this. Take good care of it, okay? Okay, I will. Gut. Hätten wir das auch erledigt. So. Aber mehr Entdeckungen für uns. So, aber ich habe hier schon den Pedobären gesehen. Und den machen wir platt. Komm, her! Aua, aua. Ach du. Mein Gott, macht der Schaden! Ja, ich glaube, die Viecher sind schon ein bisschen stärker ausgelegt. Ja, aber hätte ja nicht ewig so einfach sein können. Ach, kack. Ich bin ja beinahe verreckt. Da sieht man schon. Vertikalschläge. Gegnerische Angriffe mit ausladenden Abwärtsschwüngen werden auch Vertikalschläge bezeichnet. Als Vertikalschläge bezeichnet. Weißt du einen solchen Angriff aus, gerätst du selber beim Treffer nicht ins Taumeln. Unter Umständen regenerierst du sogar etwas SK oder etwas anderes Positives geschieht. Okay. Wenn du das sagst, dann muss es ja stimmen. Hi, mysteriös aussehender Mann. Hier war der Ausgangspunkt meiner Reise. Es ist wirklich aufregend, wer hier zu sein. Du. Hoch, ich muss ja weg. Es gab einen Monsterangriff. Alte Soldaten. Ah! Ja, okay, dem muss nicht gleich die Kinnlade runterfallen. You shall not fear. The cavalry is here. So. Guck mal, ach du. Oh Mann. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das finde ich jetzt nicht gut. Der Typ hat sehr viel AP. So, ei, ei, ei. Habe ich wirklich auf Schwerheit spielen sollen? Oh Gott. Na komm, das schaffe ich schon. Kein Ding. Ich hätte gerne 6, danke. Nicht einmal. Nee, noch nicht, okay. So, komm her, komm her. Ich mach mich platt. Und jetzt nochmal. Sturmschlag. Und Glöckner und Sturmschlag. Und das bringt überhaupt nichts. Und Glöckner und Sturmschlag. Doch, das bringt was. Du weißt, was soll das? Warum gehst du auch mit zwei Ästen in den Kampf, Mann?
kauft ihr da auch irgendwie so Holzschwert oder so. So. Und es hat verdammt wenig Erfahrungspunkte und FP gegeben für so einen Kampf. Egal. Wir machen das für Ruhm und Ehre. Gern geschehen. Must I tell you to stay put? You could have been hurt, or worse. Stop. Jetzt gibt's erstmal eins auf der Fresse von Sophie. Sophie? So she remembers something after all? Actually, Asbel named her Sophie. I see. I suppose you intend to play her guardian now. That's not what I... Lord Asta. Is anyone hurt? We are well, thank you. Please accept my most humble apologies. I shall accept whatever punishment you deem fit for providing such inadequate protection. Upsala. In light of your son's bravery, I think this incident can be forgiven. I am unworthy of such kindness, noble sir. Are you all right? I'm fine. Now he's putting on his groveling act. Our visitor, Master Richard, will be staying in the manor's guest chambers. I shall say this but once. Do not approach him for any reason. I will not accept any more troublemaking from you. Am I clear? Yeah, yeah. Lord Aston, we should be off. Yes, of course. Please permit me to escort you the rest of the way. Tja, ja. Nicht als Schimpferei. Oh, that was nothing. Eine beschissene Kindheit. I wish we could have met him. Well, he'll be in the guest chambers. Asbel, no! You can't possibly! Oh, yes I can. It's time to meet this Master Richard for ourselves. But you can't! If Dad finds out, he'll have our heads! Look, it'll be fine. We're just gonna take a peek. Now, let's get home and meet our new guest. Der macht aber auch wirklich nur Scheiße. Der Vater sagt, macht das nicht, er macht es. Macht das nicht? Natürlich nicht. Nächsten Moment doch. Ein wilder Samen schlägt Wurzeln. That turtle's transport was pretty impressive. Did you see how Dad talked to that guy? The visitor must be really important. He said he was close to Asbel's age. Whoa! Sophie spoke up on her own. Asbel, promise me you won't do anything stupid. Dad said his name was Richard, right? Okay. Let's get back to the manor. Oh mein Gott, kann Sophie eigenständig denken? Das kam unerwartet. Haben wir Geld bekommen? Wenig. Ich glaube nicht, dass das reicht. So, dann gehen wir zum Anwesen. Geht zum Gästezimmer des Anwesen. Epileptischanfall. Jo. Bist du der Gärtner hier, oder? Ach, du hast wirklich eine Schaufel. Upsala. Ja, war schon nicht wichtig. Ach, der junge Herr, der vorhin gekämpft hat. Wir haben hier viele Wachen, ihr werdet hier also nicht kämpfen müssen. Warum habt ihr dann nicht gegen diesen Vogel gekämpft? So, hier müssen wir rein. Verzeihung, Herr, Asbel, der Zutritt zu diesem Zimmer ist allen untersagt. Okay, wenn es auf formelle Weise natürlich nicht geht, dann brechen wir eben ein. Ja, einbrechen sind ja eigentlich nicht, das ist ja sein Haus. Ja, so gesehen. Aber naja.